Der parteilose Woltersdorfer Kreistagsabgeordnete Manfred Karpate trifft den Nerv der Bevölkerung, nachdem er erfahren hat, dass 70% aller Deutschen den Bundespräsidenten direkt wählen wollen, führt Karpate eine Kampagne, die die Wahl des Bundespräsidenten durch das Volk einfordert. Manfred Karpate präsentiert dabei gleich sich selbst als Kandidat für das Amt, als Kandidat des Volkes. Liebe Woltersdorfer und Woltersdorferinnen, ich habe mich jetzt entschlossen, auch als Bundespräsident zu kandidieren. Ich möchte dem Volk Folgendes sagen: Ich gebe den Reichen und nehme den Armen. Ich bin dabei, wenn Sie es sind, und hoffe, dass wir gemeinsam ein neues Deutschland schaffen. Noch wird der Bundespräsident von der Bundesversammlung gewählt. Ich werde es schaffen, mich als unabhängigen Kandidaten bis zum 23. Mai aufstellen zu lassen. Und das ist, was das deutsche Volk will. Das deutsche Volk will wieder aufatmen können und einmal sich, Ich sage ganz klar, ich verspreche allen alles, bei einigen auch nichts. Wir schauen mal, ob wir jetzt mal ein paar Stimmen vom Volke einfangen. Ich gehe einfach geradeaus los und frage mal die Leute, folgen Sie mir bitte einfach. Schau mal. Wie Sie wissen, 70% der Bürger, wir möchten den Bundespräsidenten einfach so wählen. Also, du meinst, du kannst was ändern. Kommen Sie mal einfach hier zu unserer Veranstaltung. Aha. Eine Wahlkampfveranstaltung. Wisst ihr was? Mit den Euro haben sie uns ganz schön in die Ehe. Ich könnte wahrscheinlich die tschechische Krone einführen, aber bin mir noch nicht. Karpates Kampagne schlägt Wellen. In seinem Wahlkampfbüro laufen die Telefondrähte heiß. Selbst die Kandidatin von SPD und Grünen, Frau Gesine Schwan, kontaktiert ihn. Ja, hallo? Ach, Frau Schwan, ja. Wie? Ja, es geht nicht offiziell. Das ist mir egal, ich bin unabhängig. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich bin der Kandidat des Volkes. Wir sind ein Volk. Auch Sie sind das Volk. Das können Sie mir unter die Ohren schreiben. Naja, dann werden Sie halt das Volk. Wir sind alle das Volk. Ja, ich bin sehr schön das Volk. Folgen Sie mir. Ja, danke. Manfred Karpate hat einen erfahrenen Wahlkampfmanager engagiert. Tommy Hasek leitete in den 80er Jahren in der ostslowakischen Region Košice die Kampagnen der Kommunistischen Partei. Hasek zieht sich mitunter gern in die Natur zurück, um die Leitlinien des Wahlkampfs gedanklich zu erarbeiten. Nach seinem Brainstorming gibt er Karpate konkrete Tipps. War ich gut? Du warst genial, Mann. Aber danke. Besser auf die Leute zugehen. Auf die Leute zugehen, ganz klar. Ja. Sie in den Arm nehmen. Und Umwelt bedrohen, so ist so knallhart, Alter. Eine klare Sache, wo ein Volk gewählt und nicht von einer Partei. Zum Beispiel, ja, so. Könnte ich eigentlich auch gewählt werden. Das ist natürlich eine Öffentlichkeitsarbeit. Ob Sie der neue Bundespräsident werden? Vielleicht. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich wünsche Ihnen Kommen Sie zu einer Wahlveranstaltung. Okay. Freitag 21 Uhr. War schon ein guter Anfang. Das ging doch schon ganz gut. Das ist doch schon ein guter Anfang. Was halten Sie davon? Würden Sie vielleicht mich spontan wählen? Ja, also spontan würde ich Sie nicht wählen. Präsidenten, am 23. Mai. Sie möchten, kommen Sie trotzdem zu einer Wahlkampfveranstaltung. Danke, Frau Mann. Auch wenn nicht jeder Woltersdorfer Bürger Karpate unterstützt, sein Wahlkampfteam steht hinter ihm. Hier feiert das Team Karpate die Ergebnisse aus neuesten Umfragen. Karpate vor Buchre! Auch wenn ihn heute noch keiner kennt, er wird der Bundespräsident! Auch wenn ihn heute noch keiner kennt, er wird der Bundespräsident! Ja, und ihr seid das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wer ist noch das Volk? Du bist das Volk! Ich bin das Volk! Du bist das Volk! Wer hat Erfolg? Die Schwerpunkte seiner zukünftigen Amtsausübung liegen für Karpate in progressiver Familienpolitik. Hier empfängt er eine junge Woltersdorferin mit Kind in seiner Bürgersprechstunde. Das ist ja ein ganz niedliches Rackerchen, was Sie da haben. Ich persönlich liebe ja Kinder über alles. Wir werden das Kindergeld erhöhen, 2000 Euro im Monat, und Kindergärten bauen, ganz klar. Ist ja auch ein süßes Herz. Ja, der Onkel Manfred ist da. Hallo, naja. Gut, nee, schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Ne? Der wird mich ja dann auch wählen, der kleine Racker. Ne? Hallo! Darf ich denn auch noch eine Frage stellen, so ganz praktisch? Ja, selbstverständlich dürfen Sie eine Frage stellen. Ja, also mit der Kinderbetreuung, wie wird das denn dann künftig sein? Liebe nimmt dann der Herr Kapelski, mein Leibwächter, wenn Sie mich besuchen in Zukunft, wird dann immer Herr Kapelski auf das Kind aufpassen. Das ist doch kein Problem.
Hallo, der Onkel. Manfred Karpate tut alles, um sein Ziel zu erreichen. Noch nach 10-stündigem Arbeitstag sieht man Karpate bei Übungen, die eine mitreißende Rhetorik befördern sollen. Mann, was wollt sich überhaupt noch wehren? Sind wir nicht an einem Punkt angekommen, an dem wir sich erwarten können als Teil des Ganzen? Ich sehe Menschen, die arbeiten und ihr Geld behalten dürfen. Die kaufen sich ein Haus zur Altersfürsorge. Sie Verantwortung Menschen, die so viel Leidenschaft bringen, ohne dass sie es merken und zur Freude in Herausforderung wird für in die Last, die sie vorher war. Zukunft ist das Volk. Das Volk ist eine Gemeinschaft, die es wieder. Ja. Mutti, hallo Mutti. Manfred Karpate ist der Mann der Stunde. Wenn Sie ihn unterstützen wollen, auch Sachspenden und Naturalien werden im Woltersdorfer Waldweg 4 entgegengenommen. Gut Mutti, danke, tschüss. Nee, ich hab noch ein bisschen zu tun.